Hi, ich bin Emily, ich wohne in Hamburg gemeinsam mit meinem Freund und ich zeige euch heute unsere Wohnung und unsere liebsten West Wing Pieces. Ja, wir sind hier in unserem Wohnbereich und ich glaube, unser Lieblingspiece hier ist auf jeden Fall das Sofa. Es hat eine schön schlichte Farbe, aber definitiv eine besondere Form, ist ein Hingucker für uns und ja, wir haben uns direkt an das Sofa verliebt. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus eher schlichten Farben, aber doch außergewöhnliche Formen und der gewisse Klecks an Farbe durch all unsere selbstgemalten Bilder und fast immer frische Blumen im Haus. Und wie der Stil so entstanden ist, also mein Freund kommt aus einem sehr, sehr modernen Haushalt, sehr schlichte Form und wir kommen aus einem sehr, sehr gemütlichen Haushalt. Und das haben wir eigentlich versucht so zu kombinieren, indem wir schlicht, aber doch mit Kerzen, Kissen und ganz vielen Decken versuchen zu kombinieren. Wie ihr sehen könnt, haben wir ja relativ viele Bilder in unserem Wohnzimmer hängen. Und mein Freund kam damals aus dem Sprayen und ich habe viel mit Edding in einer Linie gemalt. Und irgendwann haben wir uns mal zusammengesetzt und uns gemeinsam Leinwände gekauft und haben einfach mal drauf losgelegt. Und mittlerweile sind hier super viele Bilder entstanden. Wir haben auch noch ganz viele in unserer Kammer und die tauschen wir einfach immer mal wieder aus, um frischen Wind reinzubringen. Also ich glaube, so wie in jedem Zuhause haben wir auch so ein bisschen eine Sitzordnung hier im Wohnzimmer. Das heißt, ich liege tatsächlich hier am liebsten auf dem Sofa und mein Freund sitzt am liebsten drüben in dem Sessel. Das war auch sein Geburtstagsgeschenk und legt am liebsten seine Füße dann auch nochmal auf den Popo oben drauf. Ja, und was auch eins unserer Lieblingsteile hier zusätzlich ist, ist der Kerzenständer. Da kann man immer mal ein kleines Teil dazu kaufen, kann den immer umändern und eigentlich ist es dann ein komplett neues Dekostück. Und wenn euch das eine oder andere in der Wohnung hier gefällt, sowohl von der Deko als auch von den Möbeln, dann könnt ihr das gerne bei West Wing nachschauen. Ja, hier sind wir in unserem Essbereich und ich glaube, was so unser It-Piece und auch mein persönliches Lieblingsbild in der Wohnung ist, ist dieses hier. Da hat mich West Wing damals inspiriert auf Instagram und gleich am nächsten Tag bin ich dann im Baumarkt gefahren, habe mir Bauschaum besorgt und habe dieses Bild gezaubert und seitdem hängt es hier und bringt uns viel, viel Freude. Ja, und um auch so ein bisschen das Galerie-Feeling hier mit in die Wohnung zu bekommen, haben wir über dem Bild noch das Neonschild Art präsentiert. Und mein Vater war so lieb und hat uns die Spots mit in die Decke gebaut. Und das bringt nochmal so ein bisschen Gemütlichkeit und auch einen besonderen Touch hier mit rein. Und hier kommt nochmal ein Interior-Tipp von mir. Und zwar ist das dieses Deko-Piece. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hat auch eine Funktion. Und zwar ist es eigentlich ein Geschirrset für zwei. Und die Kugel kann man ganz leicht auseinanderbauen und schon hat man einen schön gedeckten Tisch. Hier sind wir ja in unserem Essbereich, da sind mir frische Blumen besonders wichtig. Und auch hier haben wir bei der Deko darauf geachtet, dass sie einen gewissen Kontrast bietet zum Rest der Wohnung. Und generell verbringen wir hier sehr, sehr gerne Zeit mit unseren Freunden. Mein Freund grillt sehr gerne und lädt Freunde ein. Ich lade gerne zum Brunchen ein und dann kann so ein Brunch auch gerne mal bis 17 Uhr gehen. Und hier kommen wir auch noch mal zu einer Ecke, die war anfangs sehr leer, bis wir das Regal gefunden haben. Und hier haben wir auch wieder versucht, ein bisschen Kunst, ein bisschen Funktionalität, wie beispielsweise unseren Brotkorb und noch ein paar Deko-Pieces unterzubringen. Und jetzt zeige ich euch mal unseren Flur. Kommt mit! Ja, wie ihr sehen könnt, ist unser Flur ja recht schmal, aber wie so eine Hamburger Knochen ist die Wohnung geschnitten. Und auch hier haben wir versucht, einfach platzsparend zu arbeiten, indem wir einen sehr, sehr flachen Schuhschrank genommen haben. Aber mein Lieblingsteil ist trotzdem der organische Spiegel hier vorne. Und auch bei den Schuhbank haben wir natürlich darauf geachtet, dass sie funktional ist, aber nicht so viel vom Raum einnimmt. Ja, und direkt an unserem Flur schließt auch unser Badezimmer an. Ich würde dazu sagen, klein, aber fein. Auch hier haben wir versucht, durch ein paar Kontraste, aber auch durch warme Farben das Ganze gemütlicher zu machen. Und noch ein kleiner DIY-Tipp von mir. Wenn ihr Duschwände habt, könnt ihr euch ganz leicht so ein kleines Tape kaufen in Schwarz und habt dadurch gleich einen Industrial-Style. Ja, hier sind wir in unserem Schlafzimmer und ich glaube, abgesehen von meinem Lieblingsort, dem Bett hier, ist unser Lieblingspiece dieser Sessel. Der hat ja auch eine ganz besondere Form.
Es ist eigentlich so ein bisschen der Stuhl, den jeder kennt, dass man immer ihn als Ablage nutzt. Aber er ist auch noch super bequem, er dreht sich und ist einfach ein Hingucker. Ja, hier im Schlafzimmer seht ihr ja auch, dass wir auch viele, viele Bilder hängen haben. Hier lag der Fokus in Bettnähe drauf, dass die Farben so ein bisschen ruhiger und gedeckter sind. Und wenn man so ein bisschen in die Fernseh- und Bücherecke sieht, dann kann es auch mal ein bisschen knalliger sein. Ja, auch hier im Schlafzimmer haben wir natürlich auf das Thema Stauraum geachtet. Unser Schreibtisch darf nicht fehlen, da wir beide studieren. Aber auch ordentlich Platz für Bücher und ein großer Schrank, wo wir ordentlich viel Stauraum haben. Im Schlafzimmer haben wir auch extra darauf geachtet, dass wir keine direkte Beleuchtung von der Decke haben, sondern uns war es ganz wichtig, dass wir warme Lichter haben und kleine Lichtquellen. Ja, das war's auch schon von mir. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr den Look auch gerne bei Westwing nachschuppen. Tschüss!